Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zur Jagd auf den Runner bei Fallout 4. Ich bin gespannt, weil wir kommen immer näher. Und ich frage mich auch, was der Runner hier möchte. Von den Gunnern. So, hier ist dieses... Der Dings. Der zu war. Oder ein Gang, der zu gestürzt ist. Und wir wollen hier oben lang. Huch! Bin ich ganz knapp dran vorbeigelatscht. Also hier werden jetzt die Fallen verstärkt sein. Also muss ich jetzt extra auf Minen aufpassen. Und ähnliches. Hallo. Ah, eine Kiste. Was hast du denn hier versucht zu beschützen? Sprengstoffkiste. Kann ich. Ah. Doch, kann ich. Wie schön. Wie schön, ja. Zu viel. Ich hab. Nee, das war ein TP, ne? Das war ein Treffpunkt Inventar. Ich hab noch genug. Ich kann auch so viel Zeug mitnehmen. Hallo. Beweg dich mal nicht. Danke sehr. Wer? Uhu. Ich frage so, wen? Wen? Oh, das war ganz doof. Ja, wer passt nicht auf? Ich wollte sagen, wen bringe ich gleich um? Immer den, der fragt, würde ich sagen. Das wär's. So, was haben wir denn hier? Munition? Nice. Stimpex nicht. Technisches Dokument haben wir aber noch drin. In dem war das gut. Jetzt haben wir hier noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Ein Terminal. Ein Safe. Also wir können wahrscheinlich das Terminal knacken, um den Safe sozusagen auch aufzuschließen. Aber ich mache beides, weil es bringt beides Erfahrung. Cool. Oh, eine Impro-Pistole. Aber, so. Terminal, entsperre ich auch nochmal. Crane. Crane hat einen Treffer. So, Crane hat einen Treffer. Learn hätte keinen Treffer. Jones, das N wäre mit. Okay. Crane. Das A. Scheiße. Optische Steuerung, okay, Stealth-Steuerung. Okay, das ist jetzt eigentlich egal. Ah, hier wird auch nochmal ein Dings gewählt. Auch nochmal erfahren. Sammeln hier. Taunt. Taunt hat keinen. The Booth. Ja. Nice. So, gut. Kronkorken. Jetzt habe ich die Automatikpistole mitgenommen, oder? Achso. Dein letzter Fehler. Oh, hier ist er doch durchgekommen, oder nicht? Oh. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Randala ist das Ding. Erledige 300 Personen. Ein legendärer Gunner. Ist er schon tot? So. Hier hat alles der Reihe nach abgefrühstückt. Was haben wir hier? Oh, ich habe das Licht ja noch an. Kein Wunder, dass sie mich so easy entdecken. So, hier irgendwas Wichtiges. Außer einer Schachtel Zigaretten. Was nicht wichtig ist. Oh, kann man hier runter? Ja, kann man. Wenn man ganz unfähig ist. Und da ich weiß, dass ich das bin, gehe ich da lieber nicht weiter drauf ein. Oh. Eine vernietete Lederrüstung. Ja, mit Fusionszellen. Da lag auch noch ein Kopf rum. Der hat es ein bisschen zerlegt. Piept denn hier so rum? Der Runner wahrscheinlich. So, hier, was haben wir hier? Ein Werkzeugkasten auch nochmal aufknacken. Es gibt uns alles Erfahrungspunkte. Und die brauchen wir für Levels. 7 Stück, okay. Da kann ich noch viel aufknacken, um da wie mein Level Up wieder zu haben. Aber Quests bringen uns sehr viel Erfahrung.
Vor allem, wenn er hier durchgegangen ist, ne? Wie kann das sein, dass hier überhaupt noch was lebt? Frage mich an dieser Stelle. Ist ja irgendwas, außer eine Puppe und Abraxoputzmittel? Scheinbar nicht. Lass mich einmal in Ruhe, du scheiß Scheinwerfer. Geht's aber nicht. So, haben wir hier noch was Wichtiges. Ein Einkaufskorb. Na, ist doch was. Kann ich shoppen gehen? So, okay, also den Aufzug rufen. Gut. Ich habe gar nicht mehr so viel Schuss in der Waffe. Shield 69. Für 69, hey. Gut. Muss ich mal gucken, ob ich die... Oder wie viel 10 mm dürfte jetzt auch wieder einiges haben. Oh, Plasma habe ich auch noch. 311, das ist gut. Okay. Sieht hier nach so einem Bosskampf-Aerial aus. Scheinwerfer, ne? So, die sind schon mal tot. Das ist zu ruhig hier. Es ist zu ruhig. Das erknacke ich sicher nicht. Shit. Es braucht gute Hacker-Skills, die wir nicht haben. Da passiert doch gleich was. Da passiert gleich was. Da passiert was. Wer das Video kennt, wird sich ja gerade. Eventuell. Nee, ist egal. Geschafft. Jo, was haben wir hier? Ein Fusionskern. Mentats. Ansonsten nichts weiter. Nee, ah, ein paar Red Eggs. Nice. Nehmen wir mit. So, weiter geht's nach oben. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir das Ding da aufgemacht hätten. Ist jetzt über uns? Better safe. Also ein Helm. Better safe than sorry. Also es, entweder heißt es jetzt nicht, dass man hier speichern sollte. Ich kenne das Passwort nicht. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte, nein! Den Terminal. Magic. Magic hat einen Treffer. Plush hätte keinen Treffer. Gaunt hätte einen Treffer. Ebenfalls. Slits. Slits hätte keinen Treffer. Games hätte auch einen Treffer. Drei Treffer. Games. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. So, was haben wir hier? Oh, eine Terminal-Grafikkarte. Oh, jetzt habe ich das einmal mitgenommen. Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Mal gucken, vielleicht. Was haben wir hier drin? Ja, komm, nehmen wir mit den ganzen Schrott. Warum nicht? Was war das jetzt alles? Diese Terminal-Grafikkarte? Bringt die mir überhaupt irgendwas? Ein Stuhl, da kann ich mich hinsetzen. Ja, wow. Sonst irgendwas? Nee, sonst ist hier nichts drin. Ah, hier ist auch nochmal ein Terminal. Den hacken wir auch gleich mal. So einen alten verrosteten. Hier. Hier hat ein Treffer. Hier hat auch einen Treffer. Also. Das ist richtig gut. So, was haben wir hier drin? Bis jetzt noch nichts. Ah, da. Stimpak und Redaway und Munition. Schon mal besser als auf der Gegenseite. Und wir gehen weiter. Der Runner ist da oben. Mal sehen wir ihn schon. Aber abschießen könnten wir ihn noch nicht, oder? Achso, man sieht ihn nicht. Nee, ich glaube, man sieht ihn noch nicht. Puh. Treppen. Treppenhaus. Wirrendes Treppenhaus auf jeden Fall. Aber ich gucke erstmal um. Dass ich hier irgendwas liegen lasse. Gewinne Start auf dem Klo. Trinkt wieder wer auf dem Klo. Wer es nötig hat. Kann man eigentlich auch gleich das, die Überreste wieder rauslassen. Eigentlich ganz praktisch.
hier Fallout unter... Ah, hier kann man nicht unter der Treppe, sonst hätte ich mal geguckt, ob like Fallout, aller Fallout man da irgendwas liegt. Ich meine, das ist öfter mal so. Okay, Rattengift haben wir hier. Okay, hier ist ein Stuhl mit Kartoffelchips. Oh, Kronkorkenvorrat, okay. Deswegen ist dieser Weg hier. Es gibt eigentlich bei Fallout keine Sackgasse ohne Item. Oder auch bei Morrowind, was ist Morrowind? Okay, eigentlich bei allen Bethesda-Spielen gibt es keine Sackgasse, wo nichts liegt irgendwie. Okay, muss ich noch weiter hoch? Oder ist hier noch irgendwas? Oh, Flasche mit Frostschutzmittel, wenn man irgendwie braucht. Und Rattengift. Da hat man natürlich die gesunde Ernährung, Frostschutzmittel und Rattengift. Ah, guck an. Komm her! Bist du wegen der Sünd hier? Wegen welcher Sünd? Wenn du nicht wegen der Sünd hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Ich brauche das, was in deinem Kopf ist. Das kannst du nicht haben. Gut. Dann mach ich das so. Oh, geht da weg, Jungs. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen weiter fragen. Oh Junge, der rasiert ganz schön. So, mache ich das so? Wo habe ich denn hier? Der ist hier vorne. Ich bin ja, die kann ich umbringen. Gebrochen. Ja, so hier. Stimpaks reinballern und weiter geht. Boah, der hält ganz schön viel aus. Ach, komm hier. Was soll der Geiz? Ich wollte reden, du wolltest nicht reden. So, was ist gebrochen? Meine Füße, oh, mein Fuß geht so rein. Oh, Runner Chip. Die Runner Uniform nehmen wir auch mal mit. Und was hat er für ein Gewehr gehabt? Automatische Institutpistole, okay. So. Ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen. Lass den Runnership Daten. Lass den Runnership aktualisieren. Oder Dings. Hallo. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich rufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Hey. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber... Hallo. Ich komm nicht raus. Nicht allein. Hörst du mal zu husten, Junge? Hallo. Ich will nicht sterben. Nicht schießen! Ich bin mal nett, ja? Gut, da oben wird es wahrscheinlich auch. Ein Fat Man. Ein Malpinsel. Ah, Green Text, Passwort. Wofür ist das denn jetzt hier? Keine Ahnung. Ich hätte ihm wahrscheinlich erst nochmal zuhören sollen, bevor ich ihn töte. Aufzug einschalten. Ja, gut. Und Sicherheitstür öffnen. Tür öffnen. So, wenn Madame. Du mich umbringen willst. Nur nein. Zu. Hallo. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Wer bist du? Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt.
Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst. Nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Hoffentlich hat sich das rentiert, dass ich dich jetzt hier gerettet habe. So, da oben ist der Ausgang, nehme ich an. Ich guck mal kurz. Ich weiß nämlich nicht, warum der Aufzug da. Was haben wir hier für ein Terminal? Türfernsteuerung. Tür aufschließen. Welche Tür habe ich denn jetzt aufgeschlossen? Nein! Ich glaube, das war jetzt gar nicht so schlimm. Jetzt bin ich auf dem Dach oder sowas. Vielleicht liegt hier auch irgendwas rum, was man brauchen kann. So, wir sollen den Datenschip als letztes jetzt analysieren lassen. Oh, nice. Ha. Munition. Nochmal einen schönen Blick übers Commonwealth. Bevor sie nicht runterfallen. Das sieht doch schick aus. Ah. Wo haben wir denn das Gewehr? Hier können wir nochmal so ein bisschen rumgucken. Da haben wir noch so ein paar Leutchen rumlaufen. Ansonsten. Ist das Diamond City? Nee, ne? Nee, ist nicht Diamond City. Hier ist voller Nebel. Schön sieht's aus. Das Wasser sieht, ja, schön aus. Nicht ganz. So, wir sollen also jetzt die Moleküle. Lass den Runnership analysieren, alles klar. Wo müssen wir denn da hin? Hm, wahrscheinlich irgendwo da. Im Good Neighbor oder sowas. Volt für 114. Da will ich eigentlich am liebsten auch nochmal hin. Irgend so ein Volt. Hier hatten wir auch noch irgendeinen Volt. Hier, da, den 81. Da wollte ich auch nochmal rein. Aber das können wir vielleicht in den nächsten Folgen machen, denn das war's auf jeden Fall für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.